So, kann losgehen. Ich habe mein Kann losgehen. Kaltgetränk hier. Alles andere ist geleert. Was für ein Getränk hast du? Ein Kaltgetränk. Kalt. Ich habe Kalk verstanden. Gut. Hätte ja sein können. Nee, nee. Das Zeug, was du noch nicht wieder anrühren solltest. Oh Gott. Nie wieder Alkohol. Ich habe selten ein Gespräch so schnell beendet wie unseres gestern. Ja, das war aber auch wirklich zum höchst unpassenden Zeitpunkt, weil da hatte ich erst den zweiten Schwall hinter mir und von daher, da kamen noch drei oder vier. Also von daher hätte es auch eine Stunde später nichts gebracht. Ach, Robert, mit einem Chatverbot. So, aber recht hat er, der Robert. GT3 Cup Cop, ja. Ja, dann würde ich sagen, quit now. Ja, was soll ich sagen? Es ist dunkel. Jetzt machen wir nicht wahnsinnig. Ich habe eben noch rumgeflaxt, was noch keiner weiß, auch die Fahrer nicht, ist, dass wir jetzt hier gleich ein Nachtrennen haben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Mir Wir schon sind irgendwie. unser letztes Rennen hier nachts gefahren, also sehr spektakulär. Ja, das kannst du aber leider mit der Mod hier nicht machen. Weil da kommt keiner. Nee, ist nicht nachts. Nein, Blödsinn. Also. Weil ständig die Scheinwerfer ausfallen oder Nein, nicht nur das. Also, weil wirklich auch FPS-mäßig wahrscheinlich nicht wirklich. Also da wird es wohl einige Proteste geben. Wenn du mit deinen Grafikeinstellungen wie am Tage fährst, dann hier nicht vom Fleck kommen, denke ich mir. Ja, es war schon heikel, also es musste ein bisschen nachgearbeitet werden, aber es war einfach genial, wenn man hinten die lange Gerade runtergefahren ist und die zwischendurch wirklich finster war, wie ich sag jetzt nicht wo. Und dann siehst du eben ganz hinten am Bremspunkt wieder Scheinwerfer stehen, da fährst du dann rein und wenn das Licht kommt, haust du da in die Bremse. Also herrlich, das war wirklich Atmosphäre. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, sim-racing.org, Multileague, Finale 2012, 24 Stunden Adelaide im Formel 1 Auto. Ja, sicher. Streich mal 24, mach mal irgendwie 35 Minuten raus. Genau. Last Man Standing. Ja, genau. Hier ist natürlich der absolute Hammer, ne? Gerade mit den Banden bis dran, das ist ja gar nichts. Also ich meine, wir sehen ja hier noch nicht mal was mit der TV-Cam, geschweige denn aus dem Cockpit raus. Ja. Ja, ich sehe, wir haben gerade wieder jede Menge Zuschauer, auch von RSA. Ah, okay. Grüße Genau. Schön, dass das auch klappt, dass sie auch mal umgekehrt ja, zuschauen und nicht nur eine Show darbieten. Ja. Ja, also, ihr Lieben, ich kann euch versprechen, das wird sehr spektakulär. Sehr spektakulär. Oder es wird todsterbenslangweilig, dass die alle ganz brav hintereinander herfahren. Wer bringt die Kaffeetasse ohne zu verschütten ins Ziel? Glaub mir, das wird bei den Jungs hier nicht passieren. Es sei denn, wir fahren nochmal in Nürburgring die Grand Prix-Strecke. Ja. So. Der Alex macht hier noch ein paar Startversuche. Das ist auch völlig in Ordnung. Sehr auf dem Start gespannt, ob der Robert gleich irgendwie auf Platz 3 springt in der ersten Schikane. Ja. Oder vielleicht wir ein Überholmanöver sehen, wo der
Schnellere den Langsameren überfliegt. Ich habe gerade schon spekuliert, ob du dein Headset auflässt. Ich bin da gerade mal drauf eingegangen, gerade diese erste Schikane ist ja so schnell. Man muss sie so fahren, dass das Auto abhebt, um schnell zu sein, aber es gibt da eben nur eine Linie. Ja, fährt man daneben dann nach rein, hebt das Auto auch ab, aber man landet nicht auf der Strecke steuerbar, sondern man spielt Ping-Pong-Ball. Richtig. Also das wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten. Wenn das einer in den vorderen 5, 6 passiert, haben wir da natürlich da einen riesen Crash. Ja. Und wir sehen, die ersten beiden stehen hier so ziemlich nebeneinander. Also ich würde sogar sagen, der zweite steht vor dem ersten. So, das war schon mal ein feiner Pitstart von Herrn Rambo. Das ist so ein bisschen Psychologie auch, um seinem Kollegen da zu sagen, ey, pass mal auf, Alter, ich bin eh schnell am Start. Und ich denke mal, den Start zu gewinnen, ist hier mindestens so wichtig wie in Monaco. Also es ist aber tatsächlich so, die Autos stehen hier in der Startreihe nebeneinander. Mhm. Kann mich gut erinnern. Ja. Na, wahrscheinlich ist gar nicht mehr Platz da. So. Da noch großartig weiter nach hinten zu gehen. Naja, auf alle Fälle ist es so, dass wir dann hier in dieser ersten Schikane definitiv nur ein Auto durchpasst. Also egal wie sie fahren, es passt nur eins durch. Und das haben die Fahrer vorhin schon ziemlich deutlich angemerkt. Und da dürfen wir echt gespannt sein. Da dürfen wir wirklich gespannt sein. Ja, es ist sicherlich der heikelste Start, den wir zusammen moderieren. Da war selbst Monaco, glaube ich, nicht ganz so. Monaco war viel zu gut für Monaco. Also das war ja schon fast ein Lehrvideo, was da gefahren wurde. Also ja, Monaco hatte den Vorteil, da konnte man auch nebeneinander in die Kurve reinfahren. Hm? Ja. Man hat sich genug Platz gelassen, das ging alles wunderbar. Ja. Wenn man hier nebeneinander durch diese Schikane fahren wollte, müsste man so stark verzögern. Nein, das hat ja nichts mehr mit Rennfahren zu tun. Genau. Auf dem Stadt-Grand Prix-Kurs von Adelaide. Mir ist gerade, als würde ich am Steuer aller 22 Autos gleichzeitig sitzen. Eigentlich total krank, aber geil. Ja. Ja, ich bin mal sehr gespannt, weil dann hat er ja in den letzten Rennen erlebt, wenn er nicht vorne war. Er geht immer sehr, sehr aggressiv zur Sache. Heißt aber auch sehr eng hinter dem Vordermann herfahren. Wenn er den Start verliert, bin ich wirklich gespannt, wie er sich dann auf der Strecke hält. Ja. Weil er sagt, wenn du so eng hintereinander herfährst, du siehst nichts. Und das ist auf dieser Strecke hier, glaube ich, ultra wichtig. Ja. Weil du hast eben nur eine Linie. Wenn du mal ein bisschen zu früh einlenkst, dann hängst du direkt in der Mauer. Ja, oh. das ist mal eine Startreihe hier. Das ist mal... So, Moment, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das so... Upsala, nee, so wird es natürlich nichts. Ampeln sind da, nee, noch nicht. Doch, jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Da sind sie an. Und los geht's. Los. Und Rambo klippt, aber er ist auf der Außenlinie. Und jetzt König auch. Hält voll dagegen. König hält voll dagegen. Oi. Da hinten rein, knallt. Oh, da kommt einer rückwärts. Ei. Geh nach vorne. Ja, ich muss das mal. Ach, ich bin ja ganz, ganz nervös. Ganz nervös. So, also. Oh, hat sich König durchgesetzt. König hat sich durchgesetzt. Das ist richtig. Krause auf 3. Auf der 4. Achso, müssen wir das natürlich wieder anmachen hier. Auf der 4 haben wir Julian Siedenbiedel. Auf der 5 Sascha Landgraf. Auf der 6 Ole Hederich. Ich befürchte mal, Achim Kraus ist der Verlierer des Starts. Auf der 7 Andreas Borde. Auf der 8 Andreas Oehrlich. Ich dreh durch. Entschuldigung, du bist ablenkt, wenn ich versuche gerade hier, wir haben Lifetime. Oh, Michael Wenzel, wir haben mal ein bisschen geradeaus, jetzt kommt hier der Rest hier mit dem Angriff. Herzlich noch und. Und wenn ich das richtig sehe,
auf der letzten Position. Jetzt müsste man hier langsam mal wieder hinkommen. Ja, Jörg Comani ist ganz hinten. Einer ist raus. Einer ist raus. Da am Platten bei Jörg Comani. Oh. Kriegen wir das hier noch eingefangen? Nee, da ist schon platt. Wer fehlt hier? Irgendeiner fehlt. Der ist aber auch ganz weg. Komm, switch mal nach vorne. Jörg Comani müssen wir nicht sehen. Oh Mann. Na, hier ist noch jetzt relativ unspannend, die ersten beiden. Krause, da ist er doch auf der 3. Was habe ich denn da vorhin erzählt? Ja, Gott sei Dank. Siedenbiedel auf 4. Ich bin Stratner. Ich vermisse den Robert, ich wollte es gerade sagen. Der ist weg. Der ist weg, okay. Oh nein. Das ist natürlich extrem schade, da weiß ich auch nicht, was passiert ist normalerweise. Aber da hast du gerade schön im Hintergrund gesehen, da hat direkt einer die Bande getitscht, ist quer drüber gerutscht, wieder auf die andere Strecke, zwei Autos kamen von hinten. Uiuiui. So. Also da ist momentan unheimlich viel Bewegung, auch im hinteren Mittelfeld. Edgar Ostermann 4 Plätze verloren, Robin Frischberger 4 Plätze verloren. Die anderen alle 2 Plätze nach vorne, da gehe ich mal davon aus, dass die beiden miteinander Spaß hatten und Robin Frischkopf jetzt sogar auf die 19 zurückgefallen. Also da ist sicherlich irgendwas im Argen, aber dass es wieder den Jörg Comani erwischt hat, das finde ich schon sehr mopsig, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie es passiert ist, aber dem hätte ich es nur wirklich gegönnt, dass er hier mal ein bisschen besser durchkommt. Ja, es ist tragisch schon fast, also übertrifft es ihn. Ja. So, gehen wir mal hier durch. Robin ist raus. Oha. Streblo auf 8. Vorder auf 9. Appelt auf 10. Herzlich auf 11. Der ist bis auf die 11 vorgekommen. Engelhardt 12. Auf der 13 Borowski. Bäumer 14. Hans-Peter Maid 15. Auf der 16 Yves Nekus. Micha Wenzel auf der 17. Auf der 18 Kai Sichotzki. Auf der 19, jetzt kommt Edgar Ostermann aus der Box. Jörg Comani ist jetzt in der Box. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Ich werde gerade mit Infos versorgt, Herr Robin ist raus. Lenkrad hat eingeschlagen und Vollgas gegeben und er ist froh, dass er keinen abgeschossen hat. Okay, alles klar. Na, dann ist das ja zumindest erstmal eine Begründung. So, Frischkopf raus, genau. So, vorne führt nach wie vor König vor Rambo und Krause. Und die fahren so ziemlich identisch. König momentan, zwar mit der schnellsten Rennrunde, das sind nur wenige Zehntel, die momentan schneller ist. Ansonsten sind die drei hier so im Abstand von 1,5 Sekunden. Julian Siedenbiedel und Sascha Landgraf. Hier steppt der Bär. Dahinter noch Ole Hedderich. Das wird wahrscheinlich wieder so die Gruppe werden, die uns hier über das Rennen hin am meisten Freude bereiten wird. Wenn da nichts passiert. Ja, und das Rennen ist noch richtig lang, also da kann noch jede Menge passieren. Richtig. Andreas Oehrlich dann noch dahinter, der ist da auch gut dran. Dann eine kleine Lücke zu Daniel Streblo. Ich denke mal, der wird auch noch kommen. So, gehen wir mal hier hin, was die Herrschaften hier treiben. Junge. Ja, und wieder erwischt es meine beiden Jungs. Einer raus, einer Unfall an der Box. Ah, 20, 21. Naja, kann noch ein bisschen was nach vorne gehen. Ja, Achim Krause gerade in der schnellsten Runde. Also, ich denke mal, die drei da vorne, das ist noch lange nicht gegessen. Der Robert Stratner schreibt mir gerade, am Start waren, hat er keine Autos mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht. Wir hatten das auch hier ziemlich lange, dass wir hier keine Autos. Das Synchronisieren hat ziemlich lange gedauert. Na gut. Ich habe gerade gehört, im Stream soll es auch leicht geleckt haben. Vielleicht hat irgendwas geschwankt. Andreas Borde ist raus. Der war gar nicht mal so schlecht unterwegs auf Platz 8. Ja, also schon nach 7 Minuten
2 Ausfälle, beziehungsweise 3 Ausfälle. Ich hoffe, dass trotzdem, dass Jens recht behält. Dass wir hier noch zweistellig ins Ziel kommen. Ja, erfahrungsgemäß habe ich meistens recht, wenn wir zusammen moderieren, also glaub mal dran. Okay. Ich denke mal, sehr viel mit Überholmanövern werden wir hier auch nicht zu rechnen haben. Wenn ich das richtig sehe, steht der Komani immer noch. Mann, ist das bitter! Ja, Komani fährt. Der? Zumindest hat er gerade hier 3 Sektorenbestzeiten auf Platz 18 hingelegt. 3 persönliche Bestzeiten. Oder ist er wieder reingefahren? Ich glaube nicht. Ja, vorne die 3 Jungs sind schon deutlich vorgefahren, aber immer noch schön eng beisammen. 6 Sekunden trennen die jetzt zwischen, zwischen Platz 3 und Platz 4. Ah, dass der Andre den Start gewonnen hat. Ah, Mann. Ja, das ist. Ich hätte das gerne gesehen, wie er versucht, so alles nicht vorzugehen, wie auf dem Nürburgring. Kann man nicht noch eine Prüfertrappe aussprechen oder so? Ja, weiß nicht, ja. Können wir machen. Oha, ich merke gerade, der Stream hängt hier wirklich hin und wieder. Wir haben auch richtig viel Zuschauer. Ja, das ist. Also bleibt mal dran, wir versuchen das hier zu lösen. Ich weiß nicht so wirklich, warum der hier stockt. Das sieht mir doch sehr nach einem. Ja, aber ja, das ist hat nichts mit der Leitung zu tun, sehe ich gerade. Die Leitung ist in Ordnung. Es hat sehr wahrscheinlich mit OWN3D zu tun. Weil wenn es an der Leitung läge, würde der Stream sich immer auf der Stelle aktualisieren, wo er auch stehen geblieben ist. Da er aber im Hintergrund weiterläuft, ist es ein Problem bei OWN3D. Der Server liefert weiter Daten, aber scheinbar immer mit Aussetzern. Also mein Stream geht hier sauber raus. Gut, konzentrieren wir uns wieder aufs Rennen. Ja, Jörg Kemahn ist definitiv unterwegs. Zusammen mit dem Edgar Ostermann haben sie gerade eine Position gut gemacht. Bewegen sich jetzt auf Platz 16 und 17. Haben noch 50 Minuten. Mal schauen, was passiert. Ja, auf alle Fälle in den Punkten, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die 4 hier vorne, die wir hier haben, die machen uns derzeit richtig Spaß. Also das kann man so sagen. Man darf nicht vergessen, dass das Fahren hier wirklich nicht den geringsten Fehler verzeiht. Und dafür, dass die hier wirklich schon jetzt ja, gut 10 Minuten in dem Abstand hintereinander herfahren, ist das eine sensationelle Leistung. Also würde ich auf alle Fälle mal so sehen. Karim Krause, ja, die sind da vorne im Abstand von 2 Sekunden hintereinander. Andre König 2,5 Sekunden Vorsprung auf Rambo, der wiederum 2,5 Sekunden Vorsprung auf Krause. Julian Siebenbiedel auf der 4, dann schon nochmal 4 Sekunden zurück. Dann ganz dicht dahinter der Sascha Landgraf. Auf 5, auf der 6 der Ole Hedderich. Oh, und hier sehe ich ein Sackspitzeauto, was hier. Das ist eine Überrundung, dabei lässt. Das ist natürlich genau. Eine heikle Sache, ist der Clash Konzept, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und dann kommen dann 4 schnelle Jungs hinten angeflogen, die innerhalb von 2 Sekunden fahren. Und dann versuchst du dich natürlich in Luft aufzulösen, was auf dem Stadtkurs relativ schwierig ist. Definitiv. So, guck mal ganz kurz nach vorne. Also da fährt König relativ moderat. Rambo und Krause. Das sind die ersten 3. Bei Krause soll es auch ein bisschen zurückgefallen sein. Ja, ist ja. Länger dran, ne? Ja, genau. Krause hat auf alle Fälle mehr Rückstand auf Rambo als Rambo auf König. So, und hier ist es natürlich nur noch im Zehntelbereich. Also hier geht es wirklich ganz, ganz eng zu. Wir schauen mal ins Cockpit. Und da gibt es jede Menge Qualm zu sehen. Auch immer man hier überhaupt überholen sollte, ohne den Fehler des Vordermanns, ist mir sachlich beihaft. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Andre uns das gezeigt hätte irgendwann, aber er musste ja direkt am Start nach vorne fahren. Also. Ja, ja, genau, genau. Ja, es ist aber, das war jetzt wirklich Pech für den Alex Rambo, dass die Startlinie wirklich auf einer Höhe war.
weil das war so der Tick, der ihm wahrscheinlich gefehlt hat, um vorne zu bleiben, weil er war ja auch noch auf der Außenbahn mit seinem ersten Platz. Das heißt, die Kurve geht ja nach rechts rein und da stand nun mal König. Und somit brauchte der nur auf einer Höhe mit ihm beschleunigen und hatte dann die bessere Linie für sich. Oh, guck dir das an, wie die Jungs ja im Drift um diese Kurve fahren. Wahnsinn. Normalerweise liegen solche Startplätze weit auseinander, 8 Meter, doch mit Sicherheit, oder? Und die hätten locker gereicht, um ja, die Position zu behaupten. Ja, bin ich definitiv. Sicher, ja, gestartet sind sie beide gleich gut. Ach, schon bitter. Fährst du auf Pole, verlierst die in Pole Position auf streckenbedingt. Ah, ja. Mann. Ja, die vier sind definitiv das engste Grüppchen, aber wir könnten mal auf Platz 10 schalten. Da fährt nämlich der Felix Appelt, Jürgen Engelhardt und Andreas Maid, auch ähnlich in enger Konstellation. Wir haben es auch vorhin nochmal so ein bisschen hinterher zu zeigen. Genau, also hier haben wir Appelt, da ist eine kleine Lücke zu Engelhardt, aber Hans-Peter Maid ist ganz dicht dran hier an Jürgen Engelhardt. Und wenn ich das hier richtig sehe, fehlt bei Hans-Peter Maid auch schon der Diffusor, oder ist das Ding so lackiert? Aber irgendwie kommen, ach nee, die sehen alle so dunkel aus da hinten. Sieht irgendwie merkwürdig aus, ja. Also, ich kann mir nicht helfen, aber normal ist das nicht, oder? Doch, ja, egal. So, was ist jetzt hier mit, hier gibt es einen Angriff auf Felix Appelt. Jo. Ja, erfolgreich. Boah, das ist irgendwie Jürgen Engelhardt ist durchgegangen hier. Da muss es einen Fehler gegeben haben, weil dann kommst du dann nicht vorbei an der Stelle. Ja, er war sehr langsam. Also Engelhardt konnte sich noch gut vor der Kurve noch neben ihn setzen und war dann auf der besseren Linie. So, und da kommt dann der Wenzel da auch noch ran. Und jetzt in dem Abstand auf diesen engen Knick. Oh, geht vorher schon daneben. Oh, oh. Oh, der geht vorbei. Er ist vorne wieder. Er ist wieder vorne. Das könnte auch erklären, warum der Engelhardt in dem engen Gestänge so nah dran gekommen ist. Der fährt definitiv viel weniger Flüge. Ups, und jetzt kriegt er einen Schubs. Aber, okay. Ja, Engelhardt geht vom Gas. Das war eine schöne Viererrunde hier. Und hier geht es mal noch deftiger zur Sache als vorne. Ja. So, Wenzel geht vorbei an Maid. Ja, das war sehr kampflos. Ja, das ist aber typisch für Hans-Peter. So, was macht denn jetzt hier Herr Engelhardt? Ach, der geht schon mal sehr zeitig auf die Ideallinie. Also ich könnte mir vorstellen, Maid sagt sich, irgendeiner von den dreien hier vorne verabschiedet sich in Kürze, so wie jetzt zum Beispiel Micha Wenzel. Das war schon sehr, sehr eng. So, und jetzt passiert's, genau. Das ist natürlich dann aber auch in so einer Situation, da den richtigen Riecher zu haben, kann ich da vorbei. Das ja, du siehst, was passiert. Hans-Peter Maid auf die Bremse getreten, hat direkt wieder Abstand verloren. Ja. Abstand verloren ist gut. Ja, er hat wieder Abstand. Ja. So, ich sehe hier noch einen DNF gerade. Daniel Borowski hat es erwischt. Ja. Rico Herzig in der Box auf der 6. Ja, geht das nicht? Achso, wenn wir das ausgeschaltet haben. Dann ist er jetzt schon zurückgefallen. Nee, er ist schon wieder draußen. Platz 17. So, hier haben wir Edgar Ostermann auf der 16. Heiße Jotzki auf der 15. Der 14. Jörg Komani. Auf der 13 der Micha Wenzel, Platz 12 für Jürgen Engelhardt, Platz 11 für Hans-Peter Maid. Oh, der ist vorbei an Engelhardt. Siehst du, da gehe ich einmal oft, um nach dem Herzchen in der Box zu gucken. Hans-Peter Maid hat 2 Plätze gewonnen direkt. Ja. Genau. Da denke ich mal, hat sich Wenzel wohl mit Engelhardt irgendwie auseinandergesetzt. Ich meine, Engelhardt hat da auch eine deutliche Beule in der linken Tür. Und die kann viele Gründe haben hier auf der Strecke. Ja.
Kurve 1 bis 18. 18 Gründe. Also Hans-Peter Maid hier mit seiner Strategie gar nicht mal so verkehrt. Das ist vielleicht das, was ich sagte, wenn man hier auf Sicherheit fährt, sich auch möglichst aus allen raushält, wird man vielleicht am Ende derjenige sein, der ziemlich weit vorne landet. Das stimmt, der kommt von ganz hinten, oder? Ja. Er ist auf 22 gestartet, ja. Ja, ist auf 11. Nicht so schlecht. Da vorne der Julian, der Sascha Landgraf und Rode Hederich fahren immer noch im gleichen Abstand. Andreas Oerlich ist auch noch dahinter, also die fahren erstmal hinterher. Macht ja auch Sinn, Mann. Das Rennen geht noch über 40 Minuten, es steht noch ein Boxenstopp an. Ich muss nicht jetzt schon die Brechstange auspacken. Richtig. So, hier haben wir Cichocki und Ostermann. Hier. Michael Wenzel ist wieder vorbei im Jürgen Engelhardt. Gehen wir mal da wieder hin. Oh, da ist aber hier aber deutlich zurückgefallen, ja. Ja, ja. Also da muss dem Engelhardt was passiert sein. Aber es klappt immer wieder, ne? Schalt irgendwo weg und schon passiert was. Ja. Ja, das ist zwangsläufig. Also definitiv fehlt bei Hans-Peter Maid da irgendwas am Heck. Also im Zweifelsfall der Gefühl soll was anderes kann da glaube ich nicht abfallen. Ja, lass uns nach vorne mal in die Vierergruppe schauen, ob 4, 5, 6 und 7. Gucken wir mal erstmal ganz nach vorne. Da fährt nämlich noch König seine Runden. Rambo auf 2. Halt jetzt hier fest beim Überrunden. Jetzt kommt hier Engelhardt in die Box. Also da wird das Auto wohl ziemlich schrottig sein. So, und dann haben wir den Julian nach wie vor auf der 4. Auf der 5 den Sascha Landgraf. Auf der 6 den Ole Hederich. Und auf der 7 ist jetzt der Andreas Oerlich so richtig dran in Hederich. Und jetzt sind wir mal gespannt. Wird das riskieren hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Also wenn das mal kein Porsche-Track ist hier. Ja, ja. Auf dem Stadtkurs musst du einfach clever fahren. Ich habe einen schönen Kommentar gelesen von Robin. Ja, sorry. Das letzte war sehr knapp. Ja, die letzte Woche mal ein Testrennen gefahren sind in Surfers Paradise. Der Kommentar dazu war, hoffentlich wächst es noch Hirn zum Rennen. Also, aber man muss da glaube ich schon vorbereitet sein und konzentriert sein auf so einer Strecke. Und das die komplette Zeit, keine Auszeit nehmen. Ja. Okay, das schaue ich mir später an. Da will jemand mit mir Kontakt aufnehmen, der mit Skype und der bin ich nicht. So ohne jetzt mit Standardtext. Also, wer auch immer das ist, wenn er hier zuschaut, bitte nochmal ganz kurz schreiben, was es geht. So, so, jetzt aber Meister Oerlich hier mit dem einen oder anderen Schlenker. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt, ja, knapp 20 Minuten, etwas über 20 Minuten gefahren. Sollte es so sein, dass ihr die ersten schon Reifenprobleme bekommt? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber es ist sicherlich was anderes, ob man relativ entspannt vorne wegfahren kann oder ob man hier fighten muss, beziehungsweise sich so seine Späßchen erlaubt. Ja, aber Fakt ist das, was die Reifen wirklich ruiniert, sind stehende Räder beim Bremsen. Und das passiert hier natürlich viel, viel schneller und häufiger, wenn du hier so ein Pulk unterwegs bist. Ja. Jetzt, wo du gerade den Hans-Peter Maid zeigst, würde ich nochmal sagen, kurz weggeswitcht und schon hat er den Appelt überholt. Genau. Und jetzt frage ich mich mal ganz ernsthaft, wo der Herr Appelt nämlich ist, weil den sehen wir hier nicht mehr. Da ist er. Und jetzt sehen wir auch den Grund. Da ist nicht mehr viel dran an dem Auto. Da geht's ab in die Box. Und jetzt hat er... Ja, hoffentlich hat er sich von der Strategie her so ausgerichtet, dass er vielleicht in den ersten 30 Minuten in die Box wollte. Dann kann er das jetzt noch kompensieren. Ich meine, ab jetzt kann man mit dem vollen Tank durchfahren, aber ob das jetzt sinnvoll ist, ist natürlich die Frage. Ist das Einzige, was ihm bleibt, also nochmal in die Box gehen, geht gar nicht.
Ja. So, und Jörg Romani ist schon wieder auf 13. Also von daher gar nicht mal jetzt so schlecht. Eine Runde müsste ihm fehlen. Also dann war das nicht Komani, der dafür gestanden hat. Also ich habe das so gesehen. Also ich glaube, du hattest auch gesagt, der fährt wieder, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also dann hatte ich mich da auch komplett geirrt. Das ist sehr schön. Guck mal wieder hier vorne in die Kampfgruppe. Ich meine, ach ja, das war es Appel, der da steht. Genau. So, jetzt gucken wir mal hier weiterhin. Die Jungs machen hier wirklich Spaß. Siebenbiedel, Landgraf, nicht Oerlich, wer ist das hier? Hedderich, genau. Oerlich hat jetzt so ein bisschen Anschluss verloren. Aber die drei sind hier willens, das zumindest jetzt bis zum Boxenstopp so weiterzumachen. Und wirklich, die Abstände nach vorne sind auch noch nicht. Ich sag mal, wenn wir jetzt mal gucken, lassen wir mal die ersten beiden. Oh, da fliegt was, da fliegt was. Oh, da flog auch ein Splitter. Ja. Nicht nur da die Motorhaube. Oh, und das ist genau das Problem dann. Da haben wir Sascha Landgraf. Eieieiei. Das gucken wir uns nochmal an. Das versuchen wir mal hier irgendwie ins Bild zu kriegen, was da passiert ist. Das ist genau das passiert, was ich vorausgesagt habe. So eng hintereinander durch diesen schnellen Knick. Es passt dann eine Kleinigkeit nicht, weil du nicht wirklich hundertprozentig die Strecke siehst. Und er schlägt einfach ein und sofort fliegt alles weg. Kein Anpressdruck mehr, die nächste Kurve geht weiter geradeaus. Hoffentlich kriegt er das Auto noch in die Box. So, das müsste jetzt hier irgendwo gewesen sein. Ja, genau das gleiche, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Innen zu, auf die über diesen Körper rübergegangen. Sascha Landgraf, did not finished. Oh ja, na dann hat er gesagt, okay, das vergessen wir mal hier. Das ist jetzt wirklich eine Reparatur, die sehr, sehr lange dauert. Ja. So. Sehr ehrlich, aber das ist eine Folge von so eng hinterherfahren, weil du siehst den Einlenkpunkt nicht wirklich. Und ja. Dann passiert so. Also, das ist ja wirklich ein Bruchteil von Sekunden, die da entscheiden, die du dann zu früh eingelenkt hast. Er hat ja nicht die Mauer richtig getroffen, er ist einfach nur dran getischt, aber das reicht eben, um links richtig heftig einzuschlagen. Genau. Sehr, sehr schade. Ja, er ist schon in so gewissen Winkel da auf die Mauer aufgeprallt und dann ist halt ja, Splitter weg. Und wenn Splitter weg ist, dann geht eigentlich nichts mehr mit dem Auto. So bleibt. Naja, sind aber jetzt bis jetzt auch erst wirklich, muss man so sagen, für diese Strecke 5 Ausfälle. Also auch wenn wir jetzt hier vielleicht gerade mal die Distanz haben, die wir sonst in der normalen Meisterschaftslauf fahren, da wären 5 Ausfälle viel, aber bei dieser Strecke hier bin ich durchaus geneigt zu sagen, also wie gesagt, wenn wir hier zweistellig, also sprich mit 10 Autos, 10, 11 Autos ins Ziel kommen, dann kann man aus Orga-Sicht zufrieden sein. Aus Sicht derer, die da ausgefallen sind, natürlich nicht, aber gut. Ist auch noch zu relativieren, ne? Bei den 5 haben wir ein technisches Problem dabei, lenkradbedingt. Und das andere war die Verbindung. Also das zwei technische Probleme. Also nur 3 streckenbedingte Ausfälle. Ja. Das ist aller Ehren wert. Ja, und was dann halt wirklich hervorzuheben ist, ist dann jemand wie Jörg Komani, der dann das Auto tatsächlich reparieren lässt und dann mit doch relativ hohen Rückstand hinterherfährt. Dann habe ich jetzt schon wieder einen Teil fliegen sehen oder lag das da noch? Das habe ich nicht erkennen können. Und zwar bei Ole Hedderich hier im Auto. Am Auto, nee, da ist scheinbar alles dran zu sein. Und Jörg Komani ist mittlerweile wieder 11. Also darf man auch nicht vergessen. Ja. Naja gut, der hat sich wahrscheinlich gesagt, wenn ich so früh einen Crash habe, dann lohnt es sich auch weiterzufahren, weil da werden wohl noch ein paar andere crashen und dann komme ich auch nach vorne. Und da er sich jetzt da jetzt erstmal keinen Not machen muss und da wo er fährt, er ist schnell genug, damit er auch nicht nochmal zusätzlich jetzt überrundet wird. Also von daher, im Gegenteil, eher kann er sich zurückrunden gegenüber irgendjemanden. Also da denke ich mal, macht es auch wirklich, hat es auch wirklich noch Sinn gemacht. Jetzt eben bei dem Ausfall, ja, da kann man schon sagen, komm, ja,
vergiss es einfach. Strecke macht eh keinen Spaß. Und dann auch noch mit dem kaputten Auto. Ja. Lass uns mal eben auf Platz 9 und 10 gehen. Michael Menzel, Hans-Peter Maid. Da scheint es doch ja, weiterhin eng zu Sachen zu gehen. Ja, auf alle Fälle ist Maid wieder hinter Menzel. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Allerdings habe ich kaum jemand gesehen, der mehr Fehler gemacht hätte als Michael Menzel hier im freien Training und Quali. Und Hans-Peter ist, glaube ich, auch gut. Er hat auch die nötige Ruhe weg, hier stundenlang hinter ihm herzufahren. Da kann auch das Rennen schon beendet sein. Wenn der, solange der Micha noch vorne wegfährt, fährt er hinterher. So, hier sehen wir es wieder. Ja, wieder so eine Aktion. Ich meine, das hat ihm jetzt noch nicht wirklich viel Zeit gekostet, aber Maid ist hier durchaus, macht hier durchaus Druck. Auch wenn er jetzt nicht wirklich aggressiv ist oder auch nicht jetzt wirklich... Oh, wen haben wir da? Jürgen Engelhardt. Jürgen Engelhardt. Jürgen Engelhardt, was ist denn das jetzt hier für ein komisches Bild hier drin? Keine Ahnung, schon wieder weg. Ja. Du hast noch ein Bild? Ich habe noch ein Bild. Ich sehe noch alles. Ich sehe, dass jetzt zum Beispiel der Achim Krause von hinten auf diese beiden hier aufläuft. Ja. Ja gut, überrunden lassen ist ja nun, das sollte ja funktionieren. Ja, Achim Krause sicher auf Platz 3, 8 Sekunden nach vorne, 12 Sekunden nach hinten. Ja, aber geht auch noch ziemlich gut zur Sache, der Junge. Ja, muss er ja auch, die beiden nach vorne, meine, wir kennen diese Strecke, ne? Ja. Kleiner Fehler passiert schnell. Wenn du dann zu weit weg bist, dann hast du nichts davon. Ja. So, Hans-Peter hier jetzt hat jetzt viel Zeit verloren beim Platz machen. Ja, das war schon sehr großes Spiel. Ja. Die lange Gerade ist nicht so weit weg. Die drei Kurven hätte er sich auch vorne halten können, ohne den wirklich zu behindern. Mhm. Und hätte hier einmal lupfen können, dann wäre auch ja, das, gewesen. Das ist aber. Das, so ist er. So ist er einfach. Er hat auch eine Lichthupe geweckt, also dann fährt er auch rüber. Das macht er schon. Und ich glaube, der ist gar nicht mal so unglücklich mit seiner Position, jetzt wenn er die ins Ziel fährt. Also von daher, schauen wir mal, den sehe ich jetzt. Ah ja, Jürgen Engelhardt. Was ist da jetzt mit ihm? Ist der immer, der kommt jetzt aus der Box raus. Natürlich auf dem letzten Platz. Oh, und jetzt wird auch noch von Kai Sichotz. Oh, ich glaube mal, dass dieses Auto immer noch nicht final repariert ist. Also das sieht vorne noch alles irgendwie seltsam aus. Aber gut. Ja, irgendwie, das glänzt mir zu sehr in der Mitte, da fehlt irgendwas. Ja, also, stimmt. Zumindest der Kühler, aber gut, solange es nicht der Splitter ist, ist alles gut. Kühler, sehr lustig. Also wenn, dann ist das irgendein Lufteinlass, aber sicher halt kein Kühler. Ja. Na, vielleicht ein bisschen Ölkühler nach vorne gebaut, um die Gewichtsverlagerung ein bisschen günstiger gestalten zu können. Ich glaube, das ist sogar so. Irgendwas haben die vorne was kühlt. Ja. So. Also, wir sind da ein bisschen durch die Gegend gespitcht, das sollten wir mal kurz wieder nach vorne auf die 4 gehen, weil der Ole Hellerichs ist am Julian Siebenbiegel vorbei. Ja, super. Klasse. Danke, Ole. Könnt ihr das nochmal bitte wiederholen? Also. Ja, aber ist doch schön, wenn wir mal ein bisschen Bewegung im Feld haben wollen, switchen wir einfach weg. Ja. Und schon haben wir irgendwo ein Überholmanöver, was keiner sieht. Yves Nikus, nächster Dutmot finished. Ja, richtig. In Runde 19, das ist schon 3 Runden her. So, Hans-Peter Maid ist jetzt wieder 12. Felix Appelt ist an ihm vorbei. Da müssten wir tatsächlich mal schauen. Ah, der war in der Box, alles klar. Nicht genau zur Halbzeit, wir werden mal sehen, wie die anderen jetzt so stoppen. Vor allem hier vorne die Spitze, das könnte eventuell nochmal spannend werden. Rambo ist an der Box. Ich wollte gerade sagen, der Alex ist aber ganz schön weit weg. Mhm. Da kommen sie alle rein. Ach, ja. Raus kommt rein. Michael Menzel. Also dann doch so ziemlich der Halbzeit. Allerdings Rambo sehr kurz. Hat er keine Reifen gewechselt? Ich befürchte es. Und das als gebranntes Kind? Boah. Der
Der Andreas Oerlich ist auch an Julian vorbei. Aber Krause hat auch nicht länger gestanden. Im Gegenteil, der hat noch 7 Sekunden weniger gebraucht. Oh, wow. Hat der überhaupt was gemacht? Ja, irgendwas muss er gemacht haben. So, Streblo ist auch wieder zurück in den Top 6. Nämlich auf 6 und hier sehen wir den Julian. Nee, das ist nicht der Julian, das ist Krause, der hier steht. Wo will er denn hin? Ei. Ja, den Rhythmus verloren. Das ist A und O auf dieser Strecke. Und nochmal. Oh. Was ist denn da los? Reifen nicht mehr auf Temperatur oder so. Ja, irgendwas ist. Das ist ihm nicht so gut bekommen jetzt hier, die Geschichte. Auf alle Fälle haben wir jetzt hier einen schönen Fight zwischen Platz 6 und 7. Ja, der Julian war auch in der Box. Ja, 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 ja. Die sind jetzt hier rausgekommen und ja. André König geht an die Box. Dann gehen wir mal dahin. Da ist jetzt Ole Hedderich auf der 1, der ist aber scheinbar auch in der Box. So, König ist aber schon wieder draußen. Ja, ist er schon wieder draußen, ja. So, und da haben wir den Ole auf Platz 1. Den wird er aber nur so lange haben, wie er braucht, um in die Box zu kommen. Was fährt er für eine Strategie? Macht er auch bei Halbzeit hier seinen Stopp? Oder ist es einer von denen, die eventuell erst zum Titel kommen? Ungefähr 5 Minuten. Moment. Auch nicht, 3/4. Ich dachte, ich lasse dich erstmal weiterrechnen, bis es zum Ergebnis kommt. Ja, es waren nicht eigentlich alle an der Box, bis auf Hedderich und auch Daniel Streblo, aktuell auf der 4. Der war auch noch nicht an der Box. Der Rest hat auf jeden Fall schon mal nachgetankt. Mit dem Reifen bin ich mir da nicht so sicher. Ja. Ja gut, wenn die Reifen gehen, wie gesagt, König hat gemeint, so schlimm ist es nicht mit den Reifen. Und wir wissen, dass die Reifen auf manchen Strecken bis knapp eine Stunde halten. Aber auf anderen Strecken auch wieder nicht. Wie es auf der hier ist, müssen wir uns auf die Aussage von König verlassen. Ja, was ich klasse finde, ist Jokomani auf der 8 mittlerweile mit einem Stopp mehr als alle anderen. Ja. Ist schon gut nach vorne gekommen. Auf alle Fälle. Also, mich würde es freuen, also wenn er wenigstens noch irgendwie in die Top 5 kommt. Und vom Fahrerischen ist er eher auch wirklich der Typ, der das Auto nicht kaputt macht. Also, wenn die anderen von der Wäsche bleiben. Das ist eine sensationelle Kamera hier, wenn die um diese Kurve umgeschnitten kommen. Oh, und Stefan Bäumer, also auf Platz 9, auch das ziemlich respektables Ergebnis bisher. Und mal hoffen, dass das so bleibt. Ich weiß, man, gerade ihn darf man nicht so häufig loben. So, Hedderich bleibt nach. Ja, ja, ist so. Das ist auch gar kein Aberglaube, das ist schon sehr real. Ja, Hedderich, wie gesagt, auf 1, wird aber jetzt gleich, ja, König kommt da schon angeflogen. Also, gucken wir uns das mal ein bisschen an. Also, wenn er ihn noch ein bisschen aufhalten kann, wird er das wohl tun. Ja, allerdings ist der Alex Rambo mittlerweile auch schon 9 Sekunden hinter dem Andrzej zurückgefallen. Ja. Er wird ihn also nicht so lange halten können, dass der Alex nochmal rankommt. Ja, ich kann es halt nicht so ganz verstehen mit diesen Boxenstopps. Also das ist natürlich, der Andrzej hat gebraucht für die Runde 1,26 und für die Anschlussrunde 1,46 und für die Anschlussrunde 1,25. Der Alex 1,47 und 1,27, das sind schon 4 Sekunden mehr, die er gestanden hat als Andrzej Kühn. 4? Ja. 1,27 und 1,47 zu 1,46 und 1, ja okay, 3, 25, 3 Sekunden. Aber wenn, wie viel hatte er vorher Rückstand? War doch auch irgend sowas um die 5,
4-5 Sekunden, also dann kriegen wir es etwa hin. Ja. So, Krause ist natürlich ganz bitter hier. 1,49, 1,41 und jetzt fährt er aber wieder 1,19er Zeiten. Also der ist wieder gut drauf. Also am Auto ist scheinbar nichts kaputt bei ihm. Ja, der schien einfach nur zwischendurch den Rhythmus verloren zu haben. Ja. Naja gut, der zweite Einschlag hätte schon auch Teile kosten können, ne? Ja. Sieht schön aus. Andrzej König gerade schnellste Runde gefahren, wenn ich das sehe. Und hängt jetzt hier direkt im Kofferraum von Ole im Getriebe vom Ole Hederich, genau. Ja. So, und der Ole hat vielleicht dann doch einen Weg gefunden, mit einer Tankfüllung durchzukommen. Und wird jetzt sagen, so mein lieber König. Jetzt schauen wir mal. Ich mach dir den Stratner. Ja, ich mach dir den Stratner, genau. Ja, aber das ist ja das, was wir mal sehen wollten, ne? Wie aggressiv der Andrzej hier auf so einer Strecke zu. Hier kann er nichts machen. Hier kann er wirklich, also, wir haben vorhin gesehen, wenn er irgendwo aus einer Kurve besser rauskommt, kann sich auf den Geraden dann daneben setzen, dann hat er definitiv eine Chance, wenn er auf der richtigen Linie ist. Aber solange hier keine Fehler passieren und Hederich so mehr oder weniger den gleichen Speed gehen kann, hier, also zum Beispiel, ne? Ja, das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Ja, das ist schon wieder... Oh, und jetzt kommt hier der Nächste. Ja, und jetzt gibt's hier einen Führungswechsel. Aber den hat er sich jetzt auch definitiv selbst zuzuschreiben. Ist trotzdem super, dass er hinter ihm bleibt. Ja, aber das muss nicht sein. Das hat er auch mit dem Alex zweimal auf dem Nürburgring gemacht. Hat er auch gewartet. Aber ja. Da warte ich lieber kein Mal und drehe meinen Vordermann nicht um. Ja, das ist einfach so 2-3% zu viel. Ja, ist richtig. Definitiv. Das ist unnötig. Das war auch eine Aktion, die hat jetzt nicht wirklich... Die hat jetzt keinen genützt, außer natürlich Alex Rambo. Nein, das war auch kein bewusstes Umdrehen. Er wollte einfach nein. Aber bei den Kisten, wenn die gerade leicht werden, beim Einlenken, die brauchst du einen Anhauchen. Und dann kommen sie rum und das ist einfach ärgerlich für beide. Weil er hat jetzt zwei Plätze verloren. Nach dem Boxenstopp mit einem, aber die Führung ist weg. Ja. Und warum? Einfach, weil er einen Tacken zu ungeduldig war. Da gibt's noch, es gibt nicht viel Verbesserungspotenzial bei ihm, aber... Da ist doch so ein bisschen vorhanden. Ja, ist richtig. So, und wie gesagt, ein Hederich ist ja nur auch nicht, ich meine, das muss er ja nur auch ein bisschen wissen, dass da auch mal Leute dabei sind, die durchaus auch fahren können. Und das sind hier wieder Aktionen, die, ja, schreibt er, die darf sich getrost selbst zu schreiben. Natürlich, da habe ich nichts zu suchen. Da kann ich nicht probieren, vorbeizufahren. Da muss ich mich anstellen, hinterherfahren und dann meine Lücke suchen. Ich kann den englischen Engel nicht versuchen, außen rum zu fahren. Wo soll das hingehen? Ja, naja, einfach den Gegner einen Fehler treiben. Das muss der Weg sein. Und ja, aber so kriegen wir mal ein bisschen was geboten hier kurz vorm Ende. Und es ist tatsächlich so, der Daniel Streblo und auch der Ole Hederich waren beide noch nicht an der Box. Ich bin mal gespannt, wie lange die beiden das durchhalten können. Jörg Komani geht jetzt auch mal an die Box, das ist dann sein dritter Stopp. Den muss er wahrscheinlich machen, weil er so früh seinen Unfall hatte. Das deutet aber auf der anderen Seite darauf hin, dass ein Durchfahren nicht möglich sein wird. Weil wenn ich so früh reinfahre, mache ich natürlich allen Sprit rein, den ich habe, um nicht nochmal reinfahren zu müssen. Ja. Und da er jetzt nochmal kommen muss, glaube ich nicht, dass ein Ole oder auch ein Daniel Strebe hier durchfahren kann. Reine Spekulation. Ja. Daniel Streblo guckt genau in diesem Moment an die Box. Ja, und der Alex macht das, was er machen kann in so einer Situation. Ne? Er gibt Gas und fährt vorne weg. Richtig. Gucken jetzt mal hier ein bisschen durchs Feld. Auf 4 und 5 jetzt Örlich und Krause. Inbiedel auf der 6, auf der 7 Daniel Streblo. Also die sind hier auch noch nicht so weit voneinander weg. Stefan Bäumer mittlerweile 8er. Auf Platz 9 Micha Wenzel. Auf der 10 Edgar Ostermann. Also guck an, auch da reicht es noch für die Top 10. Auf der 11 Hans-Peter Maid. Auf der 12 Felix Appelt, und das dürfte ein deutlicher Schaden sein. Also das kostet auf alle Fälle einen Boxenstopp und wird ihn ziemlich weit zurückwerfen. Kai Sichotzki auf der 14, auf der 15 Enrico Herzig, auf der 16 Jürgen Engelhardt. So, ausgeschieden Yves Mlegos, Sascha Landgraf, Daniel Borowski,
Andreas Borde, Robin Frischkopf und Robert Stratner. So. Und hier war das Duell. Ja. Ja, so. Eigentlich kann er sich jetzt ganz entspannt anstellen, weil der Bruno muss jetzt irgendwann an die Box kommen. Aber ja, er hat natürlich jetzt Zeit verloren, über 3 Sekunden auf den, der fährt noch eine Runde der Rolle, Wahnsinn, auf den Alex vorne, der natürlich von Ohr zu Ohr gerinsen wird. Hätte er keine Ohren, könnte sich wahrscheinlich den Kopf annehmen. Ja, ich... Also, ich glaube... Der Ole macht sich jetzt hier gerade einen Mörderspaß und da hinten fliegt er schon wieder ab. Der nächste Fehler. Also ich muss gestehen, ich entwickle mich gerade so ein bisschen zum André König-Kritiker, weil er hat den Speed und solche Aktionen nicht nötig. Das ist, er hätte doch ruhig hinterherfahren können, selbst wenn der Alex rangekommen wäre, wäre auch nicht vorbeigekommen. Ole geht irgendwann an die Box, dann kann der André weiter vorne wegfahren und gewinnt sein Rennen. Also... Das ist, ich könnte mir vorstellen, er ist auch der Typ, der ärgert sich jetzt über sich selbst. Und der Ärger wird nicht weniger gerade. Also mit jedem Fehler steigt das. Und und umso mehr Fehler gibt es. Ja, es war jetzt schon der dritte, ne? Also umdrehen, dann hinten einmal auf die Curbs fahren und da jetzt wieder auf den Curbs rausrutschen. Das summiert sich mit der Alex weit vorne weg und fährt weg. Und Ole Hetterich, wenn er Fehler macht, dann weil er so viele Lachkrämpfe kriegt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah, hier wird schön Platz gemacht. Genau. Ja, das sieht mal danach aus. Wir haben noch 16 Minuten, die werden lang, die werden sehr lang. Ich bin mal wirklich gespannt, wie lange der Ole draußen bleiben kann. Also jetzt mal ganz ohne unter uns, wenn der wirklich es irgendwie geschafft hat, mit dem Sprit so hinzukommen, dass er hier durchfahren kann. Man weiß ja nicht, mir wurde vorhin gesagt, es ist nicht möglich, mit einer Tankfüllung durchzufahren. Wir haben extra nochmal in die Regeln geguckt, es gibt keinen Pflichtboxenstopp. Den gibt es nicht. Also jetzt probiert das der André. Jetzt ist auf der Innenspur und jetzt zieht er auch durch. Ja. Und der Ole ist clever genug, ihn ziehen zu lassen. Ja, richtig. Und der Achim ist vorbei an Andreas. Völlig. Okay. Da haben wir den Andi. Und da den Achim. Pause. Der wenigstens wieder vor auf 4. Dann könnte er trotz seines Fauxpas vielleicht noch Glück haben. Dass er so denn der Ole Hetterich nochmal in die Box kommt und dann seinen dritten Platz wieder kriegt. Sollte das aber so sein, dann mit ganz viel Glück. Das Ganze hat im Andre jetzt über 6 Sekunden, fast 7 Sekunden gekostet, die er jetzt von vorne gefahren ist. Das ist nicht mehr machbar, das Thema ist durch. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Also, ja, wir haben aber noch 15 Minuten, also... Ich weiß es nicht. Ich bin da immer sehr... Ja, aber es sind ja erfahrene Jungs. Also wenn der Alex sich das noch vom Gender nehmen lässt, dann war er nervös. Ja. Theoretisch sollte er es im Griff haben. Ja, und Hetterich immer noch draußen. Also das ist... Unglaublich. So, also hier ist erstmal nichts zu erwarten. Gucken wir noch mal ein Stück nach vorne. Ole Hetterich natürlich jetzt gleich mit Rückstand, keine Frage. Aber der bleibt nach wie vor draußen. Das ist Wahnsinn. Ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie lange das geht. Also ich meine, diese Rumflitterei, diese Schlitterpartie, die er hinlegt jetzt mittlerweile, die ist schon beeindruckend. Aber er hat 18 Sekunden Vorsprung, wenn ich das eben richtig gesehen habe, auf
Achim Krause. Das würde bedeuten, also die würde Achim, selbst wenn er hier eine Sekunde oder anderthalb langsamer fährt. Ja, aber guck dir mal den Abstand auf einmal an, wenn ich den unterbreche. Er ist auf einmal 17 oder 12 Sekunden hinterm König. Also irgendwas müsste auch gewesen sein. Stimmt. Also so viel langsamer kann er jetzt nicht auf einmal fahren. Ich schaue mal auf die Rundenzeiten. Er ist nach 1.30.3 gefahren in der letzten Runde, da muss ein Bock drin gewesen sein. Er war aber nicht zufällig an der Box. Nein, in der Box war er noch nicht. Als einziger bisher. Oh, da hinten ist ja wieder was geflogen. Hast du das gesehen? Nein. Ah, um den Kai Schickski und Felix Appel drumherum. Da bewegt sich gerade auch was. Weißt du, was da in dem Bereich war, wo es geflogen ist? Oder ob da einfach noch was auf der Strecke lag? Das kann natürlich auch sein. So, gucken wir mal. Was da so kommt hier. Nach dem Krause rund jetzt Michael Wenzel. Upsala, jo. Und der hat den Öhrlich hier im Genick. Da ist aber auch nicht mehr viel mit solchen Fehlern. Ja, da haben wir jetzt hier auch nochmal ein schönes Duell. Wenzel macht hier Feinplatz. Auch noch für Öhrlich mit. Das wird ja spannend. Und Hedderich ist immer noch draußen. 12 Minuten noch. Also das finde ich schon... Doch, Mensch, der Engel hat uns doch auch die Stunde durchgefahren beim ersten Rennen. Kannst du dich entsinnen? Jetzt, wo du es sagst. Die Reifen waren komplett am Ende, aber er hat es irgendwie ins Ziel geschafft. Ja, richtig. Da war es. Entschuldige, Michael Wenzel hat zwei Plätze verloren an Hans-Peter Maid und Edgar Ostermann. Ja, ich glaube, er sehr viel mehr Positionsbewegungen als Michael Wenzel kann keiner gehabt haben hier. Das ist ja unglaublich. Ups, und wen sehen wir hier? Daniel Schreblo. Ja, schöner Slide übers Gras. Stefan Bäumer auf der 8, auf der 9 Edgar Ostermann. Dann Michael Wenzel auf der 10, Hans-Peter Maid wieder auf der 11, also da hat sich, haben sich die Position auch wieder geändert. So, und dann haben wir den Jokomani schon dran an der Gruppe. Das heißt, der wird, also mit seinem Boxenstopp, den er jetzt wahrscheinlich nochmal gehabt hat, ist er jetzt wieder zurück auf 12. Also der ist da durchaus nochmal in der Lage, zumindest die drei vor ihm. Die kann er noch kriegen, der hat noch 11 Minuten Zeit. Bei zwei Stops mehr, das muss ich mal vor Augen halten. Ja, ja, ja. Also der fährt wirklich ein sensationelles Rennen. So, Streblo Box kommt jetzt hier wieder raus. Oh, und wartet hier brav. Ach, hat was für ein Pech. Öhrlich vorbei an Krause. Was ist denn da passiert? Guck mal, ach, hier sehen wir es. Beides. Beides, genau. Halt. Genau. So, gucken wir mal zurück. Also hier ist er dahinter. Halt. Und ja, und dann wird wohl Krause hier. Quatsch, Öhrlich da nochmal einen Fehler gemacht haben. Ja, das war das wohl gerade eben. Sorry. Gut, gehen wir wieder live. Also hier ist die Reihenfolge wieder hergestellt. Die beiden, die werden richtig Spaß haben, denke ich mir. So viel Messer, wie wir hier zwischen die Zähne brauchen, gibt es in ganz Solingen nicht. Ja. So, und der Ole Hedderich auf seiner Position 3 fährt nach vor. Ja, den kann er jetzt auch ganz entspannt machen. Er kann also auch Sprit sparen, Reifen schonen. Ja, ja, so ja, viel Luft nach hinten. Wir haben noch 10 Minuten und 20 Sekunden Vorsprung. Er also hat noch 19 Sekunden Zeit. Ja, die kann man haushalten, gerade wenn die beiden Jungs dahinter eben auch noch einen Fehler nach dem anderen machen. Ja. Oh, das kann klappen. Ja, was ein Stratege, sagen wir mal, ne? Habe ich nicht irgendwann mal gesagt, der Ole ist für mich wie ein Phantom? Man sieht ihn die ganze Zeit nicht, man ist immer vorne. Ja, ja, gut, aber diesmal haben wir ihn doch schon ganz gut gesehen. Zumindest dann in diesem Fight mit König. Aber im Prinzip hast du recht, er fährt wirklich ziemlich unauffällige Rennen, aber immer recht erfolgreich. Also das ist definitiv so.
Oh, ganz anders. Lass uns doch mal auf den neuen gucken, auf den Michael Wenzel. Da muss es wieder richtig eng zur Sache gehen. Ja, das ist wohl so. Ja, Komani, vorbei an allen. Ja, hab ich doch gesagt, der geht vorbei an allen. Wahnsinn.